So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Stardew Valley. Genau. Ja, es geht weiter, das Let's Play. Und ich würde sagen, wir arbeiten an der Slime Quest weiter, wenn es nichts Neues gibt, was wir machen könnten. Ich schau mal in den Briefkasten. Manupe, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie. Ja, bla bla bla. Okay. Sonst was? Morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen. Doch, habe ich keine Lust drauf. Hi Manupe, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich in Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schneiderin vor Ort, Robin. Ja, und was muss ich zahlen und was muss ich mitbringen? Das schreibt sie natürlich nicht rein, weißt du? Stimmt. Robins verlorene Axt gibt's noch. Und einen Schmelzofen brauche ich noch. Genau, aber das weiß ich alles nicht, wie das geht. Ja, genau. Ach, weißt du, da darf ich jetzt nicht lang oder was? Darf ich dann hier oben lang oder so? Ne, da geht's nicht weiter. Wow. Was ist denn das? Wie beschissen ist denn das? Darf ich wenigstens, keine Ahnung, unten raus? Aus dem Hof? Was weiß ich, ey. Weg damit. Aber wisst ihr, Leute, das ist... morgen ist diese Veranstaltung. Werde ich nicht machen. Ich habe einen festen Uploadplan und... ich nehme auf, wann ich Zeit habe. Und nicht, wann das Spiel sagt, da ist ein Fest. Finde ich schade, dass man nicht irgendwie es einstellen kann, wann die Feste sind oder so. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie trotzdem zum... Wer bist du? Das ist... Ach so, das ist Willi. Den kenne ich ja eh schon. Ja, den kenne ich schon. Und das ist auch blöd. Ja, wow. Die heutige Anschaltung wird gerade vorbereitet. Ja, was soll ich machen? Wie behindert ist das? Was soll ich jetzt machen? Ach komm, ich fisch einfach mit Willi. Schön, dass das Spiel mir nicht erlaubt, das zu tun, was ich will. Finde ich echt schön. Ich so, oh, ich will meine Quest weitermachen. Das Spiel, nee. Da... Warum ist denn der Fisch gerade nicht... gekommen? Ich habe gedrückt, aber okay. Ja, und das Spiel sagt, ja, nee, du darfst nicht in die, ach, das hat begonnen jetzt. Aber trotzdem, du darfst nicht in die Stadt. Ja, aber warum habe ich einen Brief gekriegt, dass es morgen stattfindet, wenn es doch heute stattfindet? Ich check's nicht. Ich glaube, ich kaufe mir eine Erdbeersaat. Nee, komm. Was verkauft ihr so? Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Alles klar. Was ist mit dir? Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Keine Ahnung. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Also bezeichnest du mich als niemand? Ich rede ja mit dir. Hehe, ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Oje, dann trinke ich lieber nicht davon. Der Frühling ist eine
sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Abi liebt die Eiersuche schon von klein auf. Selbst mit meinem Beinproblem verpasse ich nie ein Stadtfest. Okay. Da redet halt nicht mit mir. Ah ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Finde ich jetzt nicht so. Ich rede mal mit allen. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt. Die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Bah, Willi. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Worüber sind alle so glücklich? Eier. Warum Eier? Hab keine Ahnung. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Was kann ich hier jetzt machen? Foto schießen oder was? Ich sehe voll lustig aus. Aha. Mann, ist das lustig. Man geht doch mal mit dem kompletten Gesicht. Ach, passt schon. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Okay, und ihr lauft im Kreis, alles klar. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Wie viele Leute habe ich eigentlich begrüßt? Wo war das jetzt? Ja, warum kann ich denn meine Quests nicht öffnen? Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sich alle schnappt. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Hab keine Ahnung, wann die beginnt. So, mit wem habe ich noch nicht geredet? Mit euch unten. Es gab mal ein... Oh, Sebastian! Aber Basti, hast du die Haare gefärbt oder was? Spaß. Das ist ein anderer, glaube ich. Es gab mal ein Eierwettwerfen mit faulen Eiern. Bürgermeister Louis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Das glaube ich. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Schnief. Oh, meine Nase. Allergien. Oh, du hast auch Allergien, Sam? Ja, ich auch. Ich kann dir mal mein Spray ausleihen, wenn du willst. Der ist echt gut. Der ist mit Antiallergikum. Kann ich dir gern mal ausleihen, Sam? Ne? Ja, also wirklich, Leute. Ich hab ja auch sehr viele Allergien und auch Pollenallergien. Und da habe ich jetzt Gott sei Dank mal einen guten Spray gefunden, sage ich mal. Mit Antiallergikum und alles. Und seither habe ich keine großen Probleme mehr. Muss ich schon sagen. Das ist echt gut. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Es gibt Blumentanz, okay. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Okay. Von mir aus. Kannst du machen. Ja, kann man machen. Habe ich sonst mit wem nicht geredet? Hab keine Ahnung. Habe ich mit dir schon geredet? Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen goldenen Mais. Oh, ich komme auch. Ich mag Mais. Leute, mögt ihr Mais? Ich mag Mais sehr gerne. Egal ob gegrillt oder auch so, aus der Dose oder so. Ich mag Mais sehr gerne. Mais mag ich schon sehr gerne. Ich esse auch viele Sachen, wo Mais mit eingebracht wurde, sage ich mal, als Zutat, wie auch immer. Ja, Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ja, da hast du recht.
Gut, aber ich glaube, sonst gibt's ja noch irgendwas. Ich check dieses Eierfest nicht. Da kann man doch nichts machen. Ich kann mich nicht mal hier hinsetzen oder irgendwas. Ich kann nur mit den Leuten reden, oder wie? Ja, und da oben beim Shop was kaufen. Mehr kann man nicht machen. Wow. Gut, dann war's das wohl von dem Part? Keine Ahnung. Alpha ist verlassen. Das Fest endet, sobald wir es verlässt. Ah, okay. Ja, dann. Von mir aus. Okay, ja. Warum gibt es dieses Eierfest? War jetzt wirklich nichts Besonderes. Muss ich schon sagen, war nichts Besonderes. Naja, wie dem auch sei, war heute mal ein bisschen ein anderer Part mit dem Eierfest. Von mir aus. Ja. Aber dann würde ich auch sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.